Kinder und Jugendliche, die schon Antifaltencreme benutzen. Das Extrembeispiel aus den USA, die sogenannten Sephora Kids, die sind oft gerade mal 10 Jahre alt, gehen in Kosmetikläden und kaufen sich neben Make-up auch mal Anti-Aging-Produkte. Antifaltencreme als Kinder oder Jugendliche zu benutzen, ist aber keine so gute Idee, sagen Hautärztinnen und Hautärzte. Bei der Hautpflege von Kindern gilt, weniger ist mehr. Vor allem Verzicht auf Anti-Aging-Cremes, denn da sind unnötige und schädliche Wirkstoffe womöglich drin, wie Konservierungsmittel, Duftstoffe, Farbstoffe, Emulgatoren und auch die klassischen Anti-Aging-Substanzen Vitamin A und C, die die Haut sehr stark reizen können. Es kann auch zu Kontaktallergien kommen, die sich der Körper für immer merkt. Wenn es darum geht, die Haut von Kindern und Jugendlichen besser zu schützen, rät die Expertin statt zur Antifaltencreme eher zur Sonnencreme.